SRF bei den Leuten mit. Aus der Region, für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Katzentransport, let's go. Der Flachland-Indianer Burki ist wieder auf Hüttenbesuch. Ich kann euch eins versprechen, ich habe sehr viel erlebt. Und ich bin einmal mehr wieder krass an meine Grenzen gekommen. Alles gut? Einzigartige Landschaften und außergewöhnliche Menschen. Einfach zu sich selber schauen, ich glaube, es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, so gerade in der Idylle der Berge. Das ist schon noch eine Beeinträchtigung, aber es könnte tot sein. Ja. Ich bin einfach so unendlich dankbar fürs Leben. Ja, wir haben eine zweite Chance bekommen. Das ist mega schön. Mein grosses Abenteuer in den Schweizer Bergen. Das ist heute Geschichte Spezial. Los chicos de fuego, suizara conde. Los hembros sulare pone mi vore. Caliente somos para la ronombe. Bei Armas Jumasalente Kone. Nein, das geht nicht so. Weißt du, das Seich ist, wir machen es noch viel schwieriger, als man sich eigentlich sonst. Wir haben Kuderwelsch Spanisch geschrieben, was noch viel schwieriger ist zu lernen als echt Spanisch. Ja, und du redest von mir, aber du bist es. Ich bin es. Ja. Also, okay. Und auswendig lernen wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Meinst du, das stört? Das stört jemand, wenn ich den. Ach, und der Peach Weber macht das seit 40 Jahren. Wir können eben. Und er sitzt noch. Wir stehen immerhin. Ja, das stimmt. Fabrice, willst du nichts noch mal machen? Und du kommst noch ein bisschen zu mit deinem Wöschbrett. Stark, Fabrice, stark! Das lange Burki. Geh jetzt du in die Berge. Vielleicht ist der Abstand gar nicht so schlecht. Fabrice, tust du mir das versorgen, bitte? Ja, ja. Herzlich willkommen, liebe Leute draußen, zu Hüttengeschichten Spezial. Ihr seht, wir stecken mitten in der Probe von der neuen Divertimento-Show. 17 Nummern sind es, die wir auswendig lernen müssen. Wie viele Seiten sind es? 110, glaube ich. 110 an 4 Seiten. Wir müssen noch hier auf die Festplatte. Darum freue ich mich jetzt riesig, raus in die Natur und mache kurz einen Break von dieser Proberei. So, hey Fischi! Bist du so weit? Mach's gut, Burki. Wir haben nachher nicht mehr viel Zeit. Hör Wenn du zurück bist von den Bergen, dann geht's los. Sag das nicht, ja. Und kommst gesund zurück. Ciao, mein Lieben! Ciao! Ciao! Take care! So, auf geht's! Auch wenn Johnny und ich irgendwie seit fast 25 Jahren jetzt da in diesem Business erfolgreich dabei sein, es bleibt gleich immer noch ein mega Druck. Weil man einen Anspruch hat an sich selber. Es bleibt gleich immer noch so ein Restchen Angst auch vor dem Versagen, vor dem Nicht-Können anknüpfen an den Erfolg von vorher. Druck, das kennt ganz sicher jede Hüttenwartin und jede Hüttenwart. Je nach Herausforderung ist das bei unseren Hütten sehr unterschiedlich, die wir besuchen werden. Vom Nationalpark bis zum Aletschgletscher. Vom wilden Wald bis ins ewige Eis. Das ist unsere Tour, die wir vor uns haben. Eine Woche, drei Hütten. Von unserem Probelokal in Duggen geht es in den Kanton Graubünden, auf Zernetz im Engadin. Der Ausgangspunkt der einzigen Hütte im Schweizer Nationalpark, der Chamanna Glotza. Dann fahre ich quer durch die Schweiz ins Berner Saanenland, auf Gstaad. Vom Lauene See laufen wir zu der Geltenhütte, die höchstgelegene Frauen-WG. Das grosse Finale startet in Grindelwald, also eigentlich auf dem Jungfrau-Joch. Ich gehe zu Fuß kilometerweit über das ewige Eis bis zu der Hollandia-Hütte im Wallis. Die abgelegenste Hütte in den Alpen.
Im Nationalpark wartet am Anfang des Hüttenwegs etwas auf eine Mittellaufgelegenheit. Nachhaltigkeit wird da besonders gross geschrieben. Und darum haben sich die neuen Hüttenwerte etwas besonders einfallen lassen. Ha, das ist jetzt der Briefkasten, kann ich will sagen. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank, den sie neu platziert haben. Zum Gästen, die auf die Hütte gehen und noch ein Plätzchen im Rucksack haben, Lebensmittel auf die Hütte tragen. Ja, logisch, es werden tatsächlich Helikopterflüge eingespart. So. Und es ist sicher sehr ein nachhaltiger Gedanke, wenn da Gäste Lebensmittel auf die Hütte übertragen. Ich habe leider nicht mehr wahnsinnig viel Platz. Ich glaube, da von der Technik-Crew, die Kamera, die haben noch schaurig viel Platz. Schauen wir mal. Ja, leck mir. Ja, Frühlingszwiebeln, Radiesli. Und dann nehmen wir noch Zugetti auf. Zugetti. Galali. Dann, so, her, jetzt müssen wir auch noch Aubergine. Aubergine. Für den Tödler. Bitte schön. Lauch. Pro Saison tragen die Gäste so über 2 Tonnen Lebensmittel auf die Hütte. Ratatouille Bolognese. Jetzt habe ich Ratatouille Bolognese. Von Zernetz sind es zu Fuss 3,5 Stunden und 400 Höhenmeter zu der Chamanna Gloza auf 1882 Meter über Meer. Hey. Boah. Ich finde, man spürt, wenn man in den Nationalpark hineinläuft, dass es urtümlicher ist, dass es geschützter ist. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Von der Atmosphäre, von der Schwingung her, etwas mega Spezielles. Allen zu empfehlen, das mal zu sehen und zu spüren. Die ganze Zeit dahin. Sie sind gestern jetzt da ins Gebiet raufgekommen. Ja. Und haben Ich bin mega Wildtier-Fan. Habt ihr irgendetwas gesehen? Ja, Hirsch. Und Hirsch? Gänse. Ah, echt jetzt? Ja. Nicht nur Murmeli? Nein, ich dachte, ich muss mich mit Murmeli begnügen. Ah, wirklich? Hirsch habt ihr gesehen? Ja. Was, eine Schlange habt ihr auch gesehen? Nein, doch. Die einen sagen ja. Ah, die einen. Ja, danke für die Auskunft. Jetzt hoffe ich, dass ich auch etwas sehe. Außer Wanderer. Tschüss zusammen.
Gluotza-Hütte. Chamanna Gluotza, wie die Einheimischen sagen. Hier befassen wir uns mit der Geschichte der Familie Naue, wo zwei heftige Schicksalsschläge einstecken in den vergangenen Jahren. Es ist in den letzten 12 Jahren, seit es Hüttengeschichten gibt, noch nie so intensiv über das Hüttenwartbar berichtet worden wie über das Naues. Gesundheitliche Probleme und nach einer Naturkatastrophe, die ihre vorherige Hütte im Berner Oberland zerstört hat. Das ist eine dicke Post. 2020, die Innerkirche im Haslital. Die Familie Naue vor dem Saisonstart mit schlechten Nachrichten. Man hat sich herausgestellt, Hirnblutung. Nichts Gutes. Ja. Nach der Hirnblutung haben sie gefasst, wo das herkommt. Zwei Tumore, auch nicht gut. Plötzlich war es Krebs und das hat mir wirklich den Boden weggezogen in dem Moment. Und dann hat aber der ganze Marathon mit all den Arztbesuchen und Spitalwechseln angefangen. Immuntherapie. Und jetzt bin ich froh, dass die Immuntherapie angeschlagen. Es geht bergauf. Ja, von dem her geht es morgen bergauf. Das war für mich nie eine Frage, dass wir die Hütte aufgeben würden. Das ist so der Haltepunkt, der Blick auf den Horizont, wieder in die Hütte zu gehen, wieder als Familie zusammen zu sein. Der Wanderweg auf die Rifthütte ist anspruchsvoll und geht 5 Stunden. Mit Kind noch einiges länger. Ah, oh, schön. Check die Schlösser. Super, Leo. Super gemacht. Hey, super, Jung. Krass. Cool. Auf 2520 Meter über Meer ist die Berner Trifthütte zwischen Grimsel und Susten. Es ist ihre 6. Saison hier oben. Aber wegen dem Tourismus im Krebs ist alles anders als sonst. Momentan ist es so, dass der Tourismus schon noch etwas mehr schlaft als sonst. Und das führt dazu, dass ich ein bisschen mehr unterwegs bin oder öfters mal den Dienst mache. Der Tourismus krank. Der Hüttenalltag streng und die Kinder sollen hier oben auch nicht zu kurz kommen. Mit dem Leo habe ich ein Versprechen abgemacht, dass wir jeden Tag probieren, eine halbe Stunde zusammen etwas zu machen. Meistens holt es her, dass wir irgendwo etwas zusammen machen können. Aber es gibt schon Tage, wo es halt auch hektisch wird und rund geht. Und dann reicht es halt weniger. So. Jetzt. Tschüss, Buben! Ein Spielplatz auf über 2500 Meter über Meer. Das ist mir auch wichtig, dass ich wirklich einfach mal weg kann. Das ist sehr, sehr wertvoll. Weil wir sind ja nicht nur da, weil wir so gerne in der Küche stehen, sondern vor allem auch, weil wir gerne in dieser Bergwelt sind. Und eben, weil ich ihnen das so ein bisschen näher bringen, den Kindern. So. Der Krebs zwingt der Duri immer wieder einen Gang runterzuschalten. Das Wichtigste für ihn, dass sie als Familie zusammenbleiben können. Du meldest dich, wenn dir etwas wehtut oder wenn der Rücken nicht mehr so bequem wäre. Es ist viel, viel besser, als wenn ich im Tal wäre und von mir allein dahin siechen. Und da bin ich da lieber hier oben bei den Kindern und Familie und habe Abwechslung. Ja, Nicola und ich sind beide Tourenleiter. Im SHC. Und ja, wir gehen schon recht lang ins Berg. Ganz ein großes Loch, es ist sehr. Da geht es weit runter. Der Duri hat den Krebs dank der Immuntherapie aufhalten. Es ist Ende Oktober 2020, der letzte Tag vor der Winterpause. Baba,
Es ist immer schön, wenn die Saison abschließen kann und nichts passiert ist. Und es hat irgendwie keine tragischen Zwischenfälle oder Unfälle gegeben, die nicht schon wieder irgendwie behoben wären. Das, was noch übrig ist von der Fahne. Hä? Tun wir zu. Fertig. So. Hey, hey. Aschi. Saisonende. Habt's gut. Ihr betrifft. Tut mir immer schon ein bisschen weh, sie da so allein zu lassen. Ja. Daheim das ganze halbe Jahr und dann geht man einfach so davon. Was sie dann noch nicht können wissen, es ist ein Abschied für immer. Ende Januar 2021 hat eine Lawine die Trifthütte verschüttet und zerstört. Wären sie dann hier oben gewesen, hätten sie die Naturkatastrophe vermutlich nicht überlebt. Guck mal, das ist das Bild von der Webcam, wo auf der Hütte ist. Der ganze Winterraum ist weg und von der anderen Hütte ist auch noch die Hälfte verrissen und das Kamin ist weg. Komm mal auf die Seite. Wisst ihr, was da gestanden ist? Was ist da gestanden da? Ja, die alte Hütte. Wo ist denn die? Weg. Und es ist nur noch das Brett da. Guck, ein einziges Brett ist noch da von der ganzen alten Hütte. Eine Truppe von Freunden und Handwerkern geht aufräumen und ein Notdach bauen. Unterstützt von der Schweizer Luftwaffe im Rahmen der Katastrophenhilfe. Das sieht schon übel aus. Ei, 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 ei. Bitter, bitter. Ja, es tut schon weh. Vor allem in der unteren Hütte, die jetzt komplett weg ist, kein Hölzchen mehr steht. Da haben wir sehr, sehr viel Arbeit, Herzblut reingesteckt und jetzt ist alles weg. Aber, ja. Hier liegen sämtliche Blättchen in alle Richtungen. Hier sieht man auch die Wucht von dem Aufschlag noch sehr deutlich. Aber da hätten wir auch nicht so Mühe müssen geben mit Putzen letztes Mal. Die Gemüse hat es komplett reingedrückt. Das Notdach ist gerade noch fertig geworden, bevor im Sommer das Schmelzwasser noch mehr Schaden hat anrichten konnte. Hey, super, passt. Wie abgemessen. Weil die Lawinengefahr aber zu gross ist, wird 100 Meter weiter unten eine neue Hütte gebaut und frühestens 2026 eröffnet. Die Familie Nauen ist weitergezogen, hier im Nationalpark, mit ganz neuen Herausforderungen. Wow! Was für ein Bild! Das kannst du nicht schöner malen. Hey. Sprachlos. Wirklich sprachlos. So, jetzt bin ich gespannt, wie es geht, der Familie Nauen. Wie sie sich zurechtfinden in einer komplett anderen Hütte, als sie vorher betrieben haben. Auf der Trift. Und vor allem, wie es geht mit zwei kleinen Kindern in der Wildnis und Abgeschottenheit vom Nationalpark. Ja, da sind sie ja! Hoi! Hoi! Die Jungs, der Leo und der Till. Das Naues habe ich für Hüttengeschichten Spezial vor 3 Jahren schon mal Gute. Besucht. Wir kennen uns. Hoi Nicole, ich bin ein bisschen nass, sorry, gell? Ciao, Manu. Sorry. Oh, ist gut. Sehr, danke. Was?
Lauch. Ah, ja, wir haben das halbe Gemüsebeet mitgebracht. Super, super. Hey, möchtest du vielmals für das Schleppen? Sehr gerne, sehr gerne. Am besten machen wir noch einmal eine Auslegung. Oh, die Lampen schon ein bisschen. Oh, oh. Ich glaube, das ist schon ein bisschen blanchiert. Lothar. Hey, hey. Hallo. Hoi, Arthur. Sally. Lange nicht mehr gesehen. Gell? Und, wie ist es gegangen? Hey, ich gehe hier unten auf dem Brückli. Ja. Wenn du raufschaust, das ist unbeschreiblich. Ja. Ja, wir haben gedacht, wir suchen einen nach dem anderen schöne Orte aus, um zu sein. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Hey, wir tun mal schnell ein bisschen. Dein Gemüse abgeben, oder? Oh ja, das ist wichtig. Gehen wir Gemüse abliefern. Ich habe da schon ein Tablett. Also gut, super. Dann kannst du da liefern. Wow! Also, jetzt muss ich der Mangold, ja. Hättest du das erlebt? Ja, mal schauen. Ja, den brauchen wir heute Nachmittag. Unbedingt. Super. Aber dann musst du manchmal ein bisschen schauen, was die Leute bringen, was ihr kocht. Ja, oder was? Schon. Ja. Aber manchmal tun wir auch extra spezifisch halt nur das drin. Okay. Ich sage jetzt, brauchen wir hier oben dringend irgendwie Zwiebeln oder so. Und dann kommt die Zwiebeln raus. Dann haben wir noch von der Technik-Crew, Kameramann. Gut, und dann müssen wir schlecken. Ja. Also, ob sie nicht schon genug hätten. Merci vielmals. Ist sehr gerne gesehen. Ich finde das so eine geniale Idee. Musst du nachher versorgen, Leo? Der tut immer gerne einsortieren, die vielen Sachen. Ja. Aber jetzt gehen wir dem Manu mal das Zimmer zeigen. Ja? Schau mal. Ich bin hierher gekommen zum Arbeiten. Checke als Hüttenhilfe ein und schlafe im Wohnturm. Der ist nur fürs Personal. Unterinnen haben wir eine Dusche und WC für alle. Und zwei Bett. Und du wärst auch da. Schau, das hier wäre dein Zimmer. Super, schau jetzt. Nein, das hast du gemacht. Ja. Nein, das ist ja wie ein 5-Sterne-Hotel. Hey. Herzlich willkommen in den Bergen. Wir haben uns gefreut. Hey, danke viel mal. Wir haben uns wirklich auch gefreut, wieder zu euch zu kommen. So schön. Da haben wir herzlich willkommen. Herzlich habe ich ein Herz gemacht und willkommen habe ich deine Zwiebeln. Genau. Und dann habe ich dann nochmal kommen gesehen. Ja, das ist perfekt. Und was ist das für ein Tier? Ein Steinbock. Das ist eine Hirschkuh. Eine Hirschkuh. Dann kannst du gleich einsteigen, machst dich ein bisschen frisch, ja, Dusche, alles ist da. Danke vielmals. Bis grad. Bis dann. Bis grad. In der einzigen Hütte im Nationalpark können bis 60 Personen übernachten und sich verpflegen. Das gibt sehr viel zu tun, vor allem in der Küche. Für uns steht jetzt vor allem hier noch der grosse Posten vom Nachtessen. Das Nachtessen vorbereiten. Also wir haben eine Süßkartoffelsuppe, dann haben wir einen Salat, der ist ja hier auch aufgetragen. Ja. Und dann haben wir Pizzockeri auf dem Programm heute Abend. 60 Leute, dann müssen wir jetzt noch etwas machen. Aber zuerst muss ich dir noch zeigen, wo was ist, damit du dich hier einigermassen zurecht. Da wäre ich froh. Da ist der Ofen. Immer wichtig, dass der etwas Feuer hat. Sonst, ihr kocht mit Holz und mit Gas, richtig? Ja, also wenn immer möglich mit Holz. Ja. Und dann gehen wir hier um die Ecke. Und haben die ganze Abteilung, Getränke, alles, was wir an Schnaps so brauchen. Ja, ich sehe schon den Füßchen da wohl. Schön. Und dann geht es weiter. Es wird immer kühler, so die Hoffnung. Dass jetzt alle die Waren, die die Leute aufgetragen haben, vielleicht kennst du deine Rüebli wieder. Nimmst du ja mal eine Handvoll. Sehr gut. Bon. So, schau, dann haben wir schon vorbereitet. Sehr gut. Ein Brettchen. Das ist für euch als Familie schon etwas ganz Neues jetzt, oder? Mit der jetzigen Situation, dass der Duri die Woche durch eigentlich Hausmann zu Hause ist. Genau. Und du bleibst auf der Hütte? Ich bin hier oben. Also das ist einfach während der Zeit, wo wir ja Kinder in der Schule sind. Jetzt in der Schulferien sind ja die Kinder halt oben. Und der Duri geht einfach runter, wenn er in Therapie müsste oder wenn er geht den Kühlschrank füllen oder Lieferanten abklappern. Man kann schon sagen, die Woche durch ist er alleinerziehend. Ja, die Woche durch ist er dunkel. Wenn er mit dem Kind ist, ist er alleinerziehend. Und oben sind wir dann wieder am Wochenende als Familie da. Ja. Deine Mutterpflichten,
Die musst du aufpassen manchmal, oder? Ja, aber also die Kinder holen sich ja das schon ein bisschen. Also sie kommen das schon. Ich meine, Viersamkeit ist sein, aber Zweisamkeit? Ja, da oben nicht, nein. Keine Ahnung. Das ist fast. Also der eine macht später, der andere macht Frühdienste. Schaust du es noch irgendwo? Jetzt geht bei uns oben mit den Betten, dann schlaft mal ein Kind oben beim Papa. Oder dann muss der Letzte muss einfach schauen, dass er irgendwo noch ein Plätzchen findet im Bett. Überhaupt noch ein Bett findest. Der Winter muss kompensieren. Oder das Zertrag machen zum Beispiel. So. Der Krebs ist beim Turi bis jetzt zum Glück unter Kontrolle. Und er kann sich voll und ganz dem Kind widmen. Auch wenn er ein bisschen eingeschränkt ist. So, ich bin so ein Einzelner. Der hat keinen Problem. So, Mann, jetzt. Was macht ihr? Was werkt ihr? Ja, wir bauen eine Kugelbahn. Eine Kugelbahn Maxi. Oh, oh zwei Feinisch. Gerade drei. Oh. Ja, da muss ja fast einen Helm anlegen. Hey. Unter der Woche ist er mit dem Kind in Zernetz unten. Trend von der Nicole. Ah. Es nimmt mich Wunder, wie er mit dieser Situation umgeht. Das war für dich von Anfang an in Ordnung, die Rollenverteilung. Ist eine neue Rollenverteilung? Ja, es ist anders. Du bist, aber du bist alleinerziehender Vater, ja, die Woche durch. Genau, ja. Genau. Geht das? Weil, also weißt du, jetzt mal schnell von Vater zu Vater. Ich habe Kinder im ähnlichen Alter. Ja, dann brauchst du die Antwort schon, oder? du wirkst extrem ausgeglichen. Also innerlich. Kannst du auch ausflippen oder ja, an Grenzen kommen? Also, ich komme schon an Grenzen. Also, aber ja, ich probiere so meine Lösungsmöglichkeit und meine Tricks leer anzuwenden, wie ich über die Runde komme, aber letztendlich. Ja, und vor allem eben allein. Also, ja, weißt, allein, du hast nicht Nico, der hilft, der übernimmt, wenn du mal schnell die Jungs ein bisschen da hast. Aber dann sagen wir immer, wenn es andersrum wäre, wenn ich auf der Hütte wäre, hätte ich viel mehr Stress als mit den Jungs, die nicht da sind. Und dem Stress probierst du vor allem auch aus dem Weg zu gehen, seit deiner Krankheit. Genau. Aber da bin ich schon. Ich merke, dass ich schon noch angeschlagen bin durch die Krankheitsgeschichte, durch die Frauengeschichte. Und ja, ich muss mich einfach vom Stress ein bisschen fernhalten und ich probiere einfach mit dem Kind das Beste zu machen. Zum Beispiel Seilpark, da waren wir erst kürzlich noch. Oder das Museum, wenn es schlecht wird. Das magst du immer mit deiner Physis her, mit deiner Krankheit? Ja, sage ich mal, durch das, dass ich natürlich am 8. in die Schule gegangen bin, dann habe ich eigentlich schon eine Phase von mir, wo ich wieder runterfahren kann. Dann kann ich Batterien aufladen. Batterien und den Kühlschrank aufladen. Genau. Mit dem Hüttenwechsel sind wir eben auch in eine ganz andere Region gezogen, wo man Rätoromanisch spricht. Ja, es ist so Auswandererleid, kann man sagen. Ja. Komplett andere Sprache. Also, und das Problem ist, Google kann kein Rätoromanisch. Nicht? Nein. Nein, und die Buben sind ins kalte Wasser gerührt worden in der Schule, oder? Also, dort wird nur Rätoromanisch gesprochen. Ich war dabei beim ersten Kindergartentag und ersten Schultag mit den Buben. Also die Lehrerinnen haben beide, Kindergarten und Schule, eigentlich nur Rätoromanisch geredet. Und ich bin da gestanden und dachte, oh nein, die armen Kinder. Oh mein Gott. Nicht nur die Hütten ist neu, auch der Kanton, die Schule und die Sprache ist eine andere. Eine rechte Herausforderung für die beiden jungen Bebels. Du, Leo, es nimmt mich noch etwas Wunder. Als ihr da von der Trifthütte abgewechselt habt, auf Zernetz, bist du in eine neue Schule gekommen. Mhm. Wie war der Start für dich? Ich war schon sehr begeistert, aber ich wusste, wegen der Sprache muss ich mich ein bisschen zurückziehen. Zurückziehen? Habe ich mir so gedacht, dass ich ein bisschen mit dem Vater sein muss. Okay, aber jetzt kannst du die Sprache schon ein bisschen? Ja. Und jetzt kannst du ein bisschen mehr mitmachen und mitschwätzen? Jetzt kann ich schon sehr viel mitschwätzen. Wow. Ich kann überhaupt kein Rätoromanisch. Ja. Was heisst jetzt zum Beispiel, ich kenne alle Blumen? Er gnust a tut ils flurs. Er gnust il tut ils flurs. Er gnust. Er gnust. A tut ils flurs. Super. Und ich mache dir jetzt einen Sirup. Was heisst das? Er verursacht per Teil einen Sirup. Genial! Genial! Das ist noch ein breitblätteriger Wegerich. Was?
das ist es noch ein Bleit, also ein Breitwegerich. Breitwegerich. Der kennt jetzt jedes Kraut. Jetzt müssen wir aber alles noch heute fertig machen. Ja, super. Ich kann es auch gerne als Ente. So. Und da. Oh. Das heisst. Ja. Unterwegs. Da kannst du den besten rauskratzen. Spezial kannst du oben rein tun. Alles versorgt. So, ihr Lieben, jetzt gibt es Süßkartoffelsuppe, Laktose und glutenfrei. Ist gut? Ui. Wow. Meine Rüebli, die ich aufgetragen habe, sind da drin. Heiß, heiß, heiß. Wo ist die Scheiße? Wo ist die Scheiße? Bei da drin hat es Rüebli, die ich aufgetragen habe. Mega. Haben wir etwas aufgetragen? Ja, bis gleich mal. Let's go. Let's go. Bist du der Schnellste? Zwischen Servieren und Abwaschen müssen die Kinder noch ins Bett. Nicole kann nur kurz mitkommen und muss nachher gleich wieder in die Küche. Keine Zeit. Kopf ziehen. Und nachher du doch den Papa ins Bett bringen. Ist das okay? Nein. Wieso nicht? Hm? Nein, wir müssen mit dem Du willst schon mit mir kuscheln? Und wenn ich nachher gehe, komme ich wecken, wenn ich ins Bett komme und kuscheln? Ja, ist gut. Hä? Dann mit dem Papa gut Nachtgeschichte lassen. Ist gut. Bis später. Tschüss. Ciao, tschüss. Bis später. Also, bleib mal liegen. Hinter liegen. So. Decke schön nach. So, jetzt. So kann ich nicht leben. Loni, ich sage noch schnell gute Nacht. Hey. Tschüss. Tschüss. Lobi, siehst du dort die Hütte, die Gluotza in der Mitte des Naturparks? Luna lacht, jetzt gibt's eine ruhige Nacht. Schon nach zwei, drei Augenblicken bringt er etwas zum Verdrücken. Jetzt ist wieder alles gut. Freut sich Lobi, schlaft auch gut. Hallo. Danke für den schönen Tag bei euch. Ja, merci dir. Merci fürs Kommen und fürs Helfen, für deinen Einsatz. Sehr gerne. Heute Hilfe in der Jamal-Klotz, oder? Es ist irgendwie gespässig. Letztes Mal auf der Drifthütte habe ich euch in einem kleineren Rahmen erlebt. Ein Preis, den ihr zahlt, ist schon, wie soll ich sagen, es ist nicht mehr das gleiche Familienleben, wie ihr vorher gehabt. Ja. Also ich, wenn ich so von außen zuschaue, tut es mir fast ein bisschen leid, weil ihr habt unglaublich wenig voneinander, ja, ihr zwei. Das ist schon so, ja. Ja, ich weiß noch nicht mal genau, wenn du wieder raufkommst und wieder runtergehst für den nächsten Flug. Aber ich glaube, es ist einfach auch, weil, weißt, das ist eine begrenzte Zeit, oder? Das sind die Sommermonate. Das sind die Sommermonate, was heiß hergeht. Aber dafür haben wir die Chance, als Familie den Wintermonat zusammen zu sein. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was du als Familie das ist nicht einfach so kannst. Ja. Du hast immer irgendeinen, der weg ist und geht arbeiten. Und so sind wir eigentlich. Und dann eigentlich extrem flexibel sind im Winter. Und gleich, wenn man für etwas ja arbeitet, das einem beiden wichtig ist und sich dort beide darin wohlfühlen, ist es ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn du getrennt bist und der eine ist irgendwo daheim am Hocken und der andere hat einen Job, wo er sich wohlfühlt. Es wäre viel schlimmer, als wenn du weißt, du arbeitest zusammen am gleichen Projekt, oder? Ja. Warum entscheidet man sich dafür, eine Hütte zu führen? Ich habe jetzt schon einige besucht und ich höre immer wieder auch die Leute ein bisschen klönen.
Was ist heute immer noch eure Überzeugung? Der Ort schaut um dich herum. So das ist das Wohnen zu dürfen, das Leben zu dürfen, das Arbeiten zu dürfen, ist doch traumhaft. Also ohne Handyempfang. Ja, genau, ohne Handyempfang. Ja. Mit Satellitenempfang. Ja. Ja, aber ich glaube auch, weißt, die Dankbarkeit der Leute, das ist etwas, was ich finde, wo mir persönlich viel mehr gibt, als wenn ich jetzt irgendwie einen grossen Lohn auf dem Konto ja. habe. Und die Jahre kann sagen, ja, jetzt kann ich noch 3 Wochen irgendwo an einem schönen Ort herfliegen für die Ferien. Wie erfahrt ihr die Tierwelt hier auf der Glotza heute? Ja, also, zum Teil ist ja die Tiere wirklich mega nach. Auch am Abend, manchmal, wenn ich noch am Arbeiten bin, geht plötzlich das Licht an vom Bewegungsmelder draußen und dann ist der Hase irgendwie völlig geblendet. Oder der Hirsch, wo du das erste Mal gekommen bist. Gell? Oder der Hirsch, wo da mehr oder weniger im Garten steht. Also es hat schon sehr, sehr viele Tiere sehr nach. Das ist schon wahnsinnig schön. Oder eben eigentlich jeden Tag kannst du da entgegenhangen. Das ist unglaublich. Schön, ich freue mich. Auf den morgigen Tag und aufs Bett. Freue mich auch. Auf das schöne Wetter. Ja, Tour, ja genau. Sehr gut. So schön. Danke. Hey, viva. 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 Ich hoffe, wir sehen morgen ein paar Tiere. Vielleicht sogar die Big Five von den Alpen. Ich schaffe es nie, in einer Hütte wirklich, wirklich gut und tief zu schlafen. Ich bin einfach kein Hüttenpfuser. Das ist die frische Haar. Das ist ein Ritual auf dieser Hütte, dass man das Bett parat macht für die nächste Hüttenhilfe. Und jetzt machen sie so Schwänli und Figürli und Herzli, he? Das habe ich alles einmal gelernt. So. Der gemeine Alpen-Maulwurf. Oder so. Ja. Der Turi begleitet mich auf dem Rückweg. Er hat im Tal einen Arzttermin. Einen Routinecheck wegen seiner Krebserkrankung. Grüß Mittwoch. Merci vielmals. Leo. Check. Tschüss. Mach's gut. Ciao, Till. Alles Gute. Hey. Ciao, tschüss. Nicole. Danke vielmals. Merci vielmals. Viel Gastfreundschaft. Adios. Vielen Dank. Macht's Adios. Gut. Und euch ganz viel Tiere. Ja, das hoffen wir. Ja. Ich habe vorher beim Packen noch etwas gefunden, Nicole. Aha. Es liegt dir zu Rüebli. Da ist es also. Hey, also machen wir noch feine Lauch-Rüebli-Wehen machen mit dem. Das ist sicher ein spezieller. In Memoria an. Super. Also, ciao zusammen. Tschüss. Super cool gsi. Habt's gut. Ganz schöne Wanderung. Tschüssli. Macht's gut. Tschüss, Jungs. Ciao, 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 ciao. Wollt ihr mitrennen mit dem Papa bis rauf zum Essenstrahl? Nein. 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 Mensch, jetzt schon mal. Stopp! Ja, ich komme gleich hinterher. Ihr seid so schnell. Retour gehen wir via Murterpass. In der Hoffnung, im Nationalpark noch ein paar Tiere zu sehen. Bevor es beim Ofenpass aufs Postauto und zurück auf Zernetz geht. If you plan to stand still, would you? Ja, so fein, wie das schmeckt, das Holz. Ja. Tief einatmen. Ja, sehr schön. Das Alphaholz tut ja die Herzfrequenz verlangsamen. Ah ja. God knows I have tried. Oh my word, I've been staying inside, safe and dry. Ah, da oben sind noch Tiere. Wow, mega viel Hirschsteine. Wo denn? Leck mir. Ah ja, da oben ist ein Laufkart einer, in der Schotterhalde drin. Ja, genau, das sind Hirsche. Ja. Ja, unglaublich viel. Ja. Schau dort. Ein Munke. Jetzt hat es Munke. Wie sagt man auf Rätoromanisch? Munklasch.
Welcome, oh. Mundglasch. Mundglasch, nein, nein, glaube anders. Müsste ich nachher Scheibe. Jetzt schau da vorne dort. Ah, da ist sie. Frau Huber? Frau Huber? Sie haben jetzt das dritte Mal die dritte Woche nacheinander vergessen, das Altglas rauszustellen. Wir bitten. Ja. Immer am Montag. Wir bitten Sie, sich an einen Entsorgungsplan zu halten. Danke. Schöne. Es ist immer das Gleiche mit der Frau Huber. Schau jetzt. Ein neues Tal, das aufgeht. Ja. Mutter, hey. Sauber. Gut gemacht. Schön. Gut, ist gut. Jetzt. Nochmal. Genau so. Yeah! Hast du es? Gamschi, Gamschi. Ah, ja. Oh, das ist wow. So schön. Auf der Kreta noch. Ja, super schön. In einem Dokument vom Nationalpark habe ich etwas gelesen von der Big Five von der Alpen. Okay. Sagt ihr das etwas? Also ich kenne bloß die von Afrika. Das gibt es wirklich. Ja, echt? Was denn? Das Wild, das Rotwild. Ja. Der Steinbock. Muss sehen. Steinbock haben wir gestern gesehen. Gamsi. Haben wir heute auch gesehen. Lustigerweise gehört das Murmeli auch zu der Big Five. Das Murmeli? Und der Bartgeier. Ja, den haben wir noch nicht gesehen. Warten wir jetzt noch. Sollen wir warten? Sollen wir schon warten? Ich habe mega gestaunt. Also deine Kondition ist ziemlich top. Ja, also top ist sicherlich nicht, aber sag mal, ist am aufsteigenden Ast, sage ich mal. Hast du anfangs, also ich weiß es gar nicht mehr, wie lange ist es her, wo du Diagnosen bekommen hast? 2019 im Herbst. 2019. Ja. Und dort hast du dich auch entsprechend schwächer gefühlt? Ja, aber für mich ist es eher so eine Einschränkung mental. Also Belastungsfähigkeit. Belastungsfähigkeit, so, genau. Ich bin viel schneller müde. Und ich vermute mal, das liegt unter anderem halt auch an den Metastasen, die im Kopf geht. Weil die zwei Metastasen im Kopf geht und die mir aufs Auge fällt, Sehfeld druckt. Mhm. Und durch das sehe ich jetzt weniger. Also, ah, wirklich? Ja, ist auf der linken Ecke sehe ich Feldbierviertel, lange gerade zum Autofahren. Und das ist das Messbare. Das kann man auch gar nicht nachmessen. Aber andere Sachen, ja, Belastbarkeit, Konzentration, Vergesslichkeit, keine Ahnung. So, die mentale Sache. Das ist hart zum Akzeptieren. Ja, das siehst du nicht. Kannst du nicht messen, siehst du nicht. Ja. Und das ist eher das, was auf die Stimmung auch drückt, letztendlich. Das merkt man dir aber so selten an. Ja, also. Du wirkst immer mega gut gelaunt. Probier es auch möglichst irgendwie wegzustecken. Und den Optimismus hast du. Natürlich. Ja. Klar, also ich sag mal letztendlich, trotz allem, was jetzt noch übrig geblieben ist, ein riesiger Glück. Also, ja, da hast du auch Dankbarkeit. Ja, wahrscheinlich, genau. Oder? Und das ist das, was jetzt neu ist. Also, klar, das ist schon noch eine Beeinträchtigung, aber ich könnte tot sein. Ja. Ich bin so beeindruckt vom Tourism Spirit, seinem Optimismus. So ein positiver Mensch. Und ich hoffe ganz fest, dass er gesund bleibt und seine Kranken können in Schach behalten. Danke für die Offenheit. Ja, gerne. Merci, dass ich dich mitkommen darf, dass wir zusammen unterwegs sind. Gerne. Ja. So, zurück in die Zivilisation. Genau. Kennen sich unsere Wege? Und jetzt Stolperina. Manu! Tschüssi. Danke vielmals. Bist du gross, Alu? Ja, so bin ich so klein. Hey, und wenn du magst, mir Bescheid geben, was der Arzt morgen gesagt hat. Gib dir Bescheid, ja. Gib mir Bescheid. Gib dir WhatsApp, ist gut. Super. Also, hey, Sorge. Mach's gut. Tschüss. Und wenn du mal jetzt am Netz bist, dann wohnen wir gerade da. Zwei so weiter. Komm, ich auf ein Bierchen vorbei. Ciao, Manu. Tschüss. Ciao, Turi.
Von Zernetz fahren wir quer durch die Schweiz bis ins Berner Saanenland nach Gstaad. Dort ist oberhalb vom Lauenensee unser nächstes Ziel, die Geltenhütte. Schön. Es geht nichts über frische Bergluft. Jetzt auf den Hüttenweg mache, habe ich noch eine Mission zu erfüllen. Und zwar die Mission Clooney. In Lauenen übergibt mir der Lebenspartner von der Hüttenwartin eine außergewöhnliche Fracht. So. Grüß dich. Morgen. Sali. Hi Christoph. Hallo. Ich bin Manu. Freut mich sehr. Du bist also der, der mir jetzt das, den Vierbeiner übergibt. Vierbeiner? Ja. Clooney. Clooney? Ich werde nochmal zahlen. Nein, nein. Das wäre spannend. Das wäre ja ein ganz neuartiges Büsi. Super. Dass wir ihn jetzt mit aufbringen, ist, weil, wo Susanne auf ist er auch gerade. Das ist dran. On the road. Ja. Eigentlich fliegt er noch gerne Heli, aber dann hat es mal nicht gepasst. Alles klar. Ja, super. Ich habe jetzt hier einen Rucksack parat. Ja. Nein, so genial! Ah, du bist super! Weil es geht ja den gleichen Moment. Du Schlechtwetterfront ist schon wieder im Anmarsch. Wir haben uns im Fall jetzt wirklich die ganze Zeit überlegt, hey, wie tun wir das Kistchen an meinen Rucksack machen und alles. Und jetzt kommst du mit dem. Ja! Ah, sensationell! So. Hui. Jetzt hat er hier den Clooney, den du darfst tragen. Ja. Ja. Er ist super. Gewohnt mit den Leuten, weil er ist so erhöht. Er ging bei ist in Betrieb gewöhnt, ja. Oder? Hoi, du. Ja, super. Dann machen wir uns auf den Weg. Ja, viel Spass. Danke vielmals. Ich übergebe es. Merci. Gebe es gesorgt. Ja, wir geben dem Sorge. Keine Angst. Wenn der Christoph wüsste, was später noch passiert, ich glaube nicht, dass er es bei uns mitgeht. Alles gut. He had a horse along the countryside. Oh. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. Alles gut, Clooney. Die noch ein Espresso für dich. Hot dogs, boy. What else? Der schöne Katzengesang wird dann noch unterbrochen von einer Nachricht vom Turi. Ciao Manu, ich habe einen Bericht gekriegt hier von der Onkologie in Samada. Der Bericht ist negativ, das heisst, sie hat nichts gefunden, das heisst, es ist positiv für mich. Also alles gut sozusagen. Macht's gut, ciao, ciao. Ah, das sind Good News, das stellt auf. Perfekt. Katzentransport, let's go. Vom Parkplatz oberhalb vom Lauenensee geht der Hüttenweg an imposanten Wasserfällen vorbei. 2 Stunden und 600 Höhenmeter sind es bis zur Geltenhütte auf 2002 Meter über Meer. Hallo.
Der Mr. Clooney protestiert immer noch. Und das nicht nur akustisch. Die Katze pupst. Hallo zusammen. Hoi. Das ist der Herr Clooney. Der gerade furzt, wenn er schmeckt. Die Crew weigert sich, hinter mir zu laufen. Oh, nein. Wir haben hier oben genächtigt. Genau. Ja. Eine Nacht. Eine Nacht, ja. Schön, jetzt bin ich gespannt auf die Frauen-WG dort oben. Ja. Das ist ja eine reine Frauengeschichte. Wir haben kein Monofolk gesehen. Nicht? Nein. Hey, wenn ich unseren Mädchen sage, oder unseren Kindern, dass wir jetzt euch getroffen haben, die bleiben aus. Das heisst du einen lieben Gruß. Ich sage ihnen schon. Ist gut. Ja. Haben wir noch ein Erinnerungsfoto machen für die Kinder? Ja, ja, ja. Das heutige Souvenir sind Selfies, oder? Wunderbar. Hey, merci vielmals. Also ein Gruß zu Hause. Ja, merci. Gute Zeit. Ja, tschüss zusammen. Ciao. Dort oberhalb, am Wasserfall, dort ist Susanne Brand, Hüttenwartin der Geltenhütte. Vor etwa 10 Jahren hat Hüttengeschichte Susanne schon mal begleitet. Damals war sie noch auf der Gaulihütte. Und etwa 2 Jahre später, dann, nach dem ersten Dreh, hat sie dann offenbart, dass sie genug hat vom Hüttenleben. Und das will dann Nagel hängen. Das ist der berühmte Gauli-Gletscher mit dem schönen Gletschersee. Nicht weit von hier ist die Gauli-Hütte. Wenn es richtig viele Leute in der Hütte hat, blüht die Hüttenwartin Susanne auf. Ist gut für euch so? Ja. Tipptopp. Gut, bis später. Also jetzt komme ich erst in Fahrt grundsätzlich. Der Tag läuft zwar schon ein Moment, aber jetzt fange ich erst an zu leben, weil jetzt kommen die Gäste. Jetzt weiss ich endlich, für was dass ich hier vorbereitet habe, den Flug bestellt habe, organisiert habe, Leute gekommen, habe telefoniert, habe eingeschrieben, wieder gestrichen und. Und jetzt, das ist schön, jetzt kommen die Gäste, jetzt weiss man endlich, für was dass man da ist. Auf der Terrasse ist Hochbetrieb und die Vollblut-Hüttenwartin hat noch etwas Außergewöhnliches organisiert. Ihr dürft jetzt mit uns ins Theater schauen. Ein Russ im Bergell. Spielt vom René und vom Can. Habe ich nur für meine Forschungsreisen ausgesucht. Ich habe keine Hand frei! Ich hatte es noch nie hier oben, so etwas. Es war eine wunderbare Erfahrung, auch für mich. Grossartig, grandios. Merci viel, viel mal. Ja. Danke. Die ehemalige Kindergärtnerin schläuft aber auch sehr gerne selber in die Rolle der Mähli-Tante. Liebe Kinder und liebe Gäste, ihr dürft euch einfach ein bisschen bequem machen. Ihr dürft ein kurzes Geschichtli hören. Ganz, ganz weit hinter im Gauli-Gletscher, am allergrössten, schönsten Gletscherspalt, da ist ein kleines Häuschen. Klopft mal an die Tür. Ah!
war niemand anders als der Gletscherpöstler. Okay. 2015 hat Susanne den Job als Hüttenwartin an Nagel gehängt. Warum sie jetzt doch weitermacht, das geht der Manu jetzt herausfinden. Hey, schau da. Ein Alpensalamander, das ist so schön. Im Normalfall würde ich jetzt da 5 Minuten anhöckeln und dem zuschauen. Aber mit Mr. Clooney auf dem Rücken gehe ich jetzt weiter. Sack am Ende. Der Gestank von Clooney ist nicht nur wegen dem Furzen. Er hat ein richtiges Pfund ins Kistchen gelegt. Ah, ich habe es unterschätzt, das Gewicht da hinten. Ah, hängt da. Und der arme Kerl hat am Anfang der Tour schon das Kistchen voll geschissen. Aber so richtig ruckenpfnüsselmässig. Ich meine, das ist so eine schöne Duftwelle für ihn. Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Und den Manu. Gar nicht so. Oh. Wie haben wir es geschafft? Jetzt sehen wir sie. Geltenhütte. Geltenhütte. Ich weiß es immer noch nicht genau. Und dann nimmt es mich jetzt Wunder, warum Susanne Brand hier oben gleich wieder als Hüttenwartin am Arbeiten ist, wo sie doch aufhören wollte. Und das hier oben ist ein reiner Frauenbetrieb. Sie nennen sich Frauen-WG auf 2000 Meter. Die einzige maskuline Fachkraft schlage ich hier gerade den Hügel drauf. Also. Gelten. Kurz vor dem Ziel passiert's. Ah, der scheiß Rucksack. Clooney. Komm. Ja, es ist prompt passiert, was ich gehofft habe. Es ist ja nicht passiert. Aber irgendwie ist das Kleppchen wahrscheinlich aufgegangen durch die Vibrationen vom Lauf. Und jetzt ist der Clooney rausgekumpelt. Clooney. Ich versuche, die Hüttenwartin zu erreichen. Vielleicht kann sie ja helfen. Ja, sie nimmt nicht ab. Dort, in dem hohen Gras versteckt. Clooney? Ja, jetzt etwa 2 Meter vor dir im Gras, neben dem Stein, rechts von dem Stein. Ui, Clooney. Schweinka, danke. Jetzt ist, ich kann doch nicht dort oben ankommen mit einem leeren Kistchen. Ach du meine Güte. Krut, das haben sie gut gemacht. Katzenjäger da. Guten Job gemacht. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Jede normale Katze wäre ich zuvor gesäckelt. Gell?
Ja, ja, wir haben es gerade geschafft. Noch 100 Höhenmeter, Clooney. Ja, ja. Hola! Da hat es ja noch mehr Tier. Und das andere sind Hühner. Dann bringe ich da euren ersten männlichen Mitarbeiter noch. Ich glaube, leicht seekrank. Oh, danke. Hast du jetzt festgeschüttelt? Wir haben uns so, also ich habe mir so Mühe gegeben. Oh. Möglichst ohne Erschütterung. Es ist nur 5 Kilo, es geht. Es hängt an. Hängt an? Susanne. Ciao. Merci vielmals für die Katze. Ja, habe ich also noch nie gemacht. Eine Katzenlieferung. Ich bin der Manu. Monique, freut mich sehr. Hi. Hallo. Hoi. Du bist... Gabi. Gabi, freut mich. Hallo. Du bist... Lea. Hallo zusammen. Ich musste recht früh schon kacken. Nein. Leider. Das Team hat sich geweigert, hinter mir zu laufen. Und. Oh, Clooney, hoi. Oh. Hey, er ist im Fall von. Oh. Etwa 100 Meter. Oh, ja. Etwa 100 Höhenmeter da unten ist er rausgekumpelt. Nein. Doch. Der wird laufen. Wahrscheinlich. Wirklich. Das habe ich aber nicht gewusst. Ich dachte, das wäre das Schlimmste, wenn wir die Katze verlieren. Nein. Die haben sich irgendwie gelöst. Weißt du, die da? Und dann hat er angefangen zu rebeln. Hä, Clooney? Beim Christoph ist er auch so easy in das Kistchen. Ich dachte, der wehrt sich. Kein Problem gsi. Er ist schon Ski gefahren mit uns wirklich, aber ja, er ist schon aufgelaufen, er ist Helikopter geflogen und meistens im Auto hat er sicher einmal gemalt. Ja, am Anfang hat er ein bisschen gemalt. Ja. Und dann ist er still. Auf dem Aufweg ab und zu mal. Was ist das ein Traum für eine Katze da oben? Nicht nur für eine Katze. Ja. Und die Landschaft ist ja crazy. Ist okay. So schön. Susanne ist mittlerweile seit 4 Jahren auf der Geltenhütte. Eine Hütte komplett in Frauenhand. Sie nennt sich darum auch Frauen-WG auf über 2000 Meter über Meer. So, das ist die nigelnagelneue Küche. Ja. Wie alt? Im Herbst fertig. Also November fertig gemacht. Mal, ich sehe, top motivierte Ladies hast du am Start. Sehr. Wir haben schon fast eine Verspätung mit den Frauen. Wenn die nicht stört, würden wir unser Abendritual machen. Kurz. Vor Kochstart ist das ja, quasi. Ja, eigentlich eben schon, genau. Ihr schnupft tatsächlich alle. Aber es gehört dazu. Ihr zwingt hier niemand. Und ich merke, Susanne zelebriert das richtig. Das tut gut. Was machst du? Oh, ich bin gar kein Schnupfer. Links, Manu, nein, ui, schau, jetzt siehst du, das ist schon der erste Fehler. Also, sorry, aber wenn ich schnell darf, das gibt Sachen, die sind ganz wichtig. Und jetzt machen wir ein Nasenloch nach dem anderen, richtig? Jetzt kommt das erste Sprüchli. Oh. Lea. Ich sehe 5 flotte Schnitte. Musst du gehen in die Geltenhütte. Preis. Und schau jetzt. Oh. Voilà! Unser Ritual geht einfach noch schnell weiter, ja? Also, weiter machen. Ihr fühlt euch oh, ja nicht bremst. Schon. Voilà. Ja. Woo! Weg damit, weg mit dem Tag. Mit allen Fragen. Meinst du dir die Choreografie? Jetzt müssen wir hoffen. Ja, das ist mir nachher in Fahrt, oder? Jetzt! Manchmal brauchst du ein bisschen Schub im Leben. Ich
Die Hütte ist eine Wundertüte. Die heute Coiffeurstuhl. Monique ist gelähmte Coiffeuse und ich kann sehr gut vor dem Turnierstart noch eine neue Fritte brauchen. Coiffeurtermin mit einer Aussicht. Genau. Da, da, ja. Das ist der Gratsitz ist so. Gut. Dann kannst du hier mal die Hornhose machen. Das ist dein Haarbecken. Ja, genau. Das Berghaarbecken. Und da kann ich halt nicht fragen, ob die Temperatur gut ist. Die ist einfach so, wie sie ist. Die ist kacke. Die ist kacke. Die ist kacke. Das ist nicht rein. So. Nein, Temperatur, Temperatur ist gut. Gut, tipptopp. Es brennt ja wohl nicht. Das ist super. Voilà. Dann können wir jetzt sitzen. Lass mir einen Termin da. Jetzt hast du ja den streng, oder? Ja. Gell? Meinst du, wegen der Tournee, oder was? Ja. Ja, schon gleich. Schon gleich. Das ist dein Mäntel. Gell, ja, nur die hier. Aber so hast du wenigstens geschützt. Super. Sie sind wieder etwas zu lang. Du darfst wirklich einfach etwas kürzen, sicher. Ja. Wie viel tust du auftreten mit Divertimento noch? Du bist ja jetzt mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, jetzt bin ich gerade. Jetzt wollte ich dich mit Haarschneiden beschäftigt. Ja, genau. Mit Divertimento, wenn wir auf Tournee sind, spielen wir 3 bis 4 Mal pro Woche. Doch, und dann ja, die Schulferien machen wir mehr oder weniger mit. Ja. Ja, und jetzt bin ich aber seit einem Jahr nicht auf Tour, sondern eigentlich am Arbeiten, wie jeder andere auch. Der Tag durch. Schreiben, schreiben, ja. Ideen ausarbeiten, ja. Lieder komponieren, ja. Text auswendig lernen. Ja. Ja, das ist ja auch streng. He? Ja, das ist Knochenbüetz. Und nachher auf der Bühne soll es ja locker flockig daherkommen. Ja. Aber ich freue mich auf den Part, wieder vor den Leuten zu sein, endlich. Und mit den Leuten zusammen. Wir haben in den letzten Jahren so oft erfahren, wie gut dass es den Leuten draußen tut, ja. Zu lachen. Ja, es ist ja so. Wir bekommen so bewegende Mails über manchmal von Leuten, ja. Die schwere Krankheiten haben oder Depressionen, die auch herzig schreiben. Mhm. Weißt, hey, dank euren Videos auf YouTube und so. Geht es mir wieder besser? Ja, da hat es mir durch die schwere Zeit geholfen. Das war mir lange nicht bewusst. Ja. Ja, das ist schön. Aber das ist ja hier bei uns jetzt in dieser Hütte auch so. Ihr schenkt denen auch schöne Stunden, oder? Ja, genau. Ich hoffe, es stimmt für dich. Ja, fahren wir mal rein. Tipptopp. Ist gut. Super. Du, die grauen Haare, hast du mir die jetzt reingemacht? Ja, die habe ich reingemacht. Susanne wird mir noch einen Wasserfall zeigen, der alles toppen soll, was ich bisher gesehen habe. Zuerst möchte ich mal wissen, warum Susanne auf der Gaulihütte aufgehört hat und jetzt doch weitermacht. Warum hat sie dich wieder in die Hütte verschlagen? Ursprünglich hatte ich wirklich das Gefühl, jetzt ist gut. Weil dem, wo ich aufgehört habe, 2015 am Gauli, da war ich wirklich einfach eben auch müde gewesen. Also es ist wie, ja. Ich war wirklich auch ein bisschen erschöpft, weil es ist wie, ich glaube, über das redet man viel nicht so. Aber das Hütten-Burnout. Das Hütten-Burnout, kann man fast nicht sagen, vielleicht, oder? Vielleicht ein bisschen. Das ist das idyllische Schöne in den Bergen da, wo oh ja, möchte ich unbedingt auch mal ausprobieren. Und so schön und so, ja, ja, es ist schon ein schöner Morgen. Gleichzeitig, und gleichzeitig ist halt zeitenweise, es kann wie beides haben. Genau, es ist wie, genau, du bist auf den Beinen, hast streng, schlafst wenig, schlafst. Und das Wetter gibt dir deine Arbeit vor. Und da habe ich wirklich einfach gespürt, wow, müde. Und dann habe ich das Gefühl, ja, heute war es gut. Zurück in die Schule bin ich gegangen, gefällt mir auch nach wie vor sehr gut. Dann hast du Unterricht gegeben. Ja. Aber eben nicht lang. Ja, 5 Jahre. Immerhin. Immerhin 5 Jahre. Ja. Und jetzt habe ich hier eine Kombination. Irgendwie. Jetzt ist wie Kind, die hierher kommen. Da geht mir auch das Herz auf, eben mit den Kindern zusammen und so. Und heute, das ist wie eine Kombination. Das ist Berge plus Kind. Genau, weil es heute ist, wo familientauglich ist, ja. Hast du da mehr Kinder als vorher. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und warum nach diesen 5 Jahren Unterricht gleich wieder eine Hütte? Ja, es war ein Anzeiger ausgeschrieben. Es war ein Inserat drin und er bewirbt man sich. Es sind viele andere Jobs ausgeschrieben. Ja. Ja, nein, ich finde es ja wunderschön. Aber ich bin vorsichtiger geworden. Mit deinem Einteilen von deinen Kräften. Ja. Und, ja. Setze ich mich mehr ein für meine Kräfte, für die Kräfte des Teams. Und mir ist einfach extrem wichtig, auch,
es geht einfach nicht mehr mit nur Freiwilligen und Herzblut aus. Das ist wunderbar, aber es ist unser Job. Wir verdienen mit dem. Wir sollten können verdienen mit dem. Wir müssen können leben mit dem. Wir müssen auch Pause haben im Sommer. Und für das, ich finde, das ist das Allerwichtigste. Das ist früher vernachlässigt. Ja, sicher. Ja. Das war mein ganzer Sommer einfach. Und wenn es mal wüst ist, dann hat man frei gehabt. Und jetzt muss ich ein Team haben, das wir übernehmen können, also okay, was schön ist und gut. Okay. Einfach zu sich selber schauen. Ich glaube, es ist etwas ganz, ganz Wichtiges. So gerade in der Idylle der Berge. Ja, ja. Vernünftig. Ja. Man reift, gell? Man reift, je älter man wird. Was sich mir jetzt dann gerade offenbart, ist das Rottal. Und Susanne hat echt nicht zu viel versprochen. Schau, das kannst du zum 100. Mal schauen. Das ist, ging wieder. Ja, was wollte man da noch sagen? Immer. Ah. Ja, dann ist man sprachlos. Das ist Hand, dass ich noch nie so. Ich habe nie gehört von dem Rottal. Sonst kennst du doch so die markanten, schönen Ecken, Naturecken von der Schweiz. Irgendwo ist schon mal ein Führer. Das habe ich wirklich nicht gekannt. Ja, du musst es halt gleich erlaufen, du musst gleich arbeiten dafür, dass du hier bist. Und das ist auch gut so. Ja. Leben pur. Ja, Wasser. Ich liebe Wasser. Wasser, Wasser, Wasser fließt. Es ist nicht stark. Ja. Es bleibt nicht stark. Und die Grundlage von allem Leben, weißt du? Das ist so krass. Und die Grundlage zum Leben für die Hüttengäste? Elbler-Makarone. Ja. Wenn alle Bücher gefüllt und die Gäste versorgt sind, hat die Frauen-WG noch mal ein Ritual. Der Schnupf, der Tanz und jetzt das Zusammensitzen und Teilen ist auch gehört, ist auch noch mal so ein Ritual, oder? So kannst du runterfahren. Ja. Wenn ihr hier am Werken seid in der Küche, haben wir nicht gross Zeit zum Schwätzen. Also da haben wir schon, findet bereits ein regen Austausch statt. Oder? Das ist schon sehr Nein, das schnellert schon, ja. Weil es ist wirklich, oder, es ist nicht nur zu arbeiten. Ich sage hier ist wirklich, es ist nicht nur zu arbeiten. Wir leben zusammen. Es ist wie eine Familie. Es ist etwas zwischen Familie, WG, Arbeiten. Also das ist nicht für jeden Mann oder jede Frau. Es ist nicht nur idyllisch. Du musst auch auskommen. Druck- und Stresssituationen. Ja, und eben auch können, vielleicht auf Privatsphäre oder so teilweise ein bisschen verzichten können. Oder wir merken genau voneinander, okay, heute ist wie. Heute ist da, dort oder das. Okay. Lassen wir einander ein bisschen sein, lass das. Du musst spüren. Musst können. Ja, wir haben alle das. Nein, das merke ich mir also wirklich, das merke ich mir extrem, wenn man raufkommt. Es ist mehr als einfach eine Arbeitsgemeinschaft. Sondern da wird zusammengehabt, oder? Ja, es schweißt da zusammen. Ja. Also. Nein, sonst ist es verzerrt. Ein Mann wird nicht vermisst. Eine männliche Mitte. Bruni! Nein, Männer sind herzlich willkommen. Das ist gleich ob Mann oder Frau, es ist einfach Probenschaft. Ja. Muss sich ins Team fitten. Ja, nein, richtig. Also, liebe Gelten. Dame. Ich bin ja nicht mit leeren Händen gekommen, ich habe den Clowny gebracht. Und ich habe noch mal etwas Kleines mitgebracht. Für das muss ich aber ganz schnell rausgehen. Ich bin gerade wieder da. Jetzt Achtung. Ich habe ja eben eines von euch ein schönes Ritual. Was eigentlich gar nicht meins ist. Darum, ich hoffe, ihr habt jetzt noch mehr Freude als ich. Ich sehe es. Da sind wir noch jung. Ah, du kennst das von früher. Eine Schnupfmaschine. Eine Schnupfmaschine. Ich habe Jugenderinnerungen auf. Das ist ja mega schön. Mit Spiegel. Ja, für Ladies halt. Das ist ja eine Lady-Schnupfmaschine. Das ist jetzt viel. Das ist zum Lassen, ja, zum Beispiel, man hat immer so recht. Ich weiss nur, dass du so brutal ruhig bist. Das ist wirklich. Tut das. Oder? Das testen wir los. Aber.
Okay. Das ist das Löffel, oder? Du glaubst, das ist genug, hä? Ja. Da muss man richtig, gell? Mensch und Mensch. Susanne. Kinder halbe Sache. Also, selber. Am besten für selber. Jetzt gehen. Achtung, das ist Zuschauer. Hey, das funktioniert tatsächlich. Ich hätte das nie gedacht, dass du im Spiegel. Ich habe mich nicht im Spiegel angeschaut, während. Du, das ist toll. Also, ich bin völlig. Muss... Das ist das Tiefste. Ja. Das ist ziemlich das richtige Wort, ja, so ein Kabis. Nein, ich habe den ersten Tag mega genossen. Was steht morgen auf dem Plan? Wenn alles gut geht, treffen wir wirklich eine Frau. Halt, ja. Wieder eine Frau, genau, so viel kann ich sagen. Ja, nicht anders erwartet. Ja, das ist so. Es gibt auch noch in diesem Gebiet eben sonst auch noch Frauen, die hier auch wohnen. Die lernst du morgen. Du darfst noch nicht mehr verraten. Du willst noch nicht mehr verraten. Ich verrate dir nicht mehr, weil sie hat auch ganz spannende Tiere. Wir werden ein Reisli machen morgen, vielleicht irgendwo fast noch in ein anderes Land, wenn wir Glück haben, auch die Tiere anzutreffen. Weil die Tiere sieht man im Fall nicht immer. Ach so. Das kann ich gleich auch sagen. Okay. Genau. Ich lasse mich überraschen. Ist gut. Längt dir das? Ja. Im Moment. Kannst du schlafen? Kann ich schlafen? Gut. Ich kann schlafen. Tschüss. Nein, super, danke. Das ist ein schönes Erwachen. Weckt, glaube ich, jedem Schweizer Heimatgefühl das Alkohol. Heute ist Langhosenwetter, sehe ich gerade draussen. Ich habe mich auf Sonnenschein eingestellt. Heute geht es auf die Suche nach sehr speziellen Tieren, hat mir Susanne gestern versprochen. Jetzt lass dir da deine Chicks noch raus. Jetzt gehen wir noch die Hähne rauslassen. Warum um Himmels Willen läufst du barfuß umeinander? Warum läufst du da ohne Jacke umeinander? Es ist Sommer. Der Winter ist gerade eingezogen. Mann, es ist Sommer. Ja, das spüre ich sehr. Du läufst gerne barfuß, oder? Sehr. Weil das einfach gut tut, weil barfuß etwas vom Schönsten ist. Weil das, mir gibt es einen Temperaturausgleich, mir gibt es... Das ist einfach der Boden auch gut. Und auch bei diesem garstigen Wetter? Ich finde, es ist nicht so garstig heute. Ich sehe. Ein Bergmensch. Ja, ich nehme jeden Moment, wenn ich kann, nehme ich eigentlich, wenn ich... Als ich barfuß unterwegs bin. Ja. Wir stehen so lange in den gleichen Schuhen, den ganzen Tag auf den Schuhen, auf den Beinen. Mutter Erde spüren, oder? Mutter Erde spüren, komm in unser Gärtchen. Putini, put. Oh, die sind, die sind ganz ungeduldig. Manu, willst du aufmachen? Ja. Bitte schön, Ladies. Put. Oh, sehr schön. Put. 5 Hühner, jeden Tag 6 Eier. Wie geht das auf? Ich weiß auch nicht. Es
Superhühner. Superhühner. Eins ist ein Superhuhn. Eins ist der Straussbrecher. Ein Gückel war nie ein Thema. Nein, danke. Du liebst Tiere, oder? Du kennst sie, ja. Du kennst ja. Du kennst die Hühner. Ja, ja, aber deine sind, voilà. Deine sind superer als unsere. Hm? Ein Bär kennen, gell? Aber gell, es ist eben pro Tag 5 Eier. Und wir brauchen eine Woche 300 Eier. Also, ja, lange knapp nicht, um den Bedarf abzudecken. Das ist knapp. Das sind jetzt aber nicht die Tiere, die du gestern Abend so mysteriös angekündigt hast. Nein, es sind im Fall nicht die Tiere. Kannst du dich noch? We'll have a look. What? We'll have a look. Gerade unterhalb der Geltenhütte wohnt ganz allein die Älplerin Regula Öhrli. Ihre Familie ist schon seit Generationen jeden Sommer auf der Geltenalp. Regula? Da ist jemand. Da? Salut. Salut. Salut, salut. Grüß dich. Grüß dich. Wo bist du? Also, weißt du schon? Schafheck. Das ist deine Alp? Das ist meine Alp. Dürfen wir mal schnell reingüchseln? Okay. In deine. Ich bin zwar noch nicht. Heimetli. Die Alplerin wohnt in der alten, ursprünglichen Geltenhütte. Und ich finde es ganz okay, haben wir obendran eine neue Hütte. Da, das war einmal die Käseküche. Ah ja, das Käse. Früher war das einmal die Hütte, war die Küche. Ah, okay. Darf ich schnell rumschauen? Ja, ja, kannst schauen. So, aber wie gesagt, die Vorhänge sind noch nicht dran. Ah, okay, okay. Der Boden, jetzt, hä? Der Boden, das ist halt der Rückbau. He? Das ist noch Hüttenfeeling. Das ist Hüttenfeeling. Hier koche ich kochen. Das ist deine Küche. Das Badzimmer ist auch herzig. Ja, also das ist ja. Sensation. Das ist das Nötigste, ja. Wir begleiten die Regula bei der Suche nach ihren speziellen Tieren. Und das ist auf dem riesigen Gelände der Geltenalp eine rechte Herausforderung. Das sind Simmentaler Kühe. Auch schön, aber noch nicht das, was wir suchen. Vermutlich sind sie hier oben. Also, sie sind wahrscheinlich hier mehr links. Wie weißt du in diesem riesigen Gelände immer, wo deine Tiere sind? Ja, das ist so ein bisschen. Das ist jetzt halt auch vielleicht ein bisschen meine Erfahrung. Und jetzt habe ich ja die 18 Jahre. Ich war gestern Abend noch ziemlich spät rein. Ich weiß so ein bisschen, was sie. Also, du bist regelmäßig, all zwei Tage mindestens? Ja, all zwei Tage. Okay. Viel, was ich vielleicht auch ein Vorteil habe, jetzt eben durch die Jahre, ich habe so ein Gespür. Ja, glaube ich. Ich habe ein Bauchgefühl. Ja. Ich kann manchmal irgendwie etwas machen und dann habe ich das Gefühl, jetzt bist du am falschen Ort. Okay. Und dann lasse ich alles lackieren. Und dann gehe ich. Und dann bin ich. Und das ist schon bestätigt worden? Das wird meistens bestätigt. Okay. Aber ich weiß nicht, in welcher Form. Ja. Und dein Bauchgefühl für heute sagt hier? Mein Bauchgefühl für heute sagt ziemlich gerade in Ordnung. Mein Bauchgefühl sagt Sandwich. Gut, hast du schon nicht dabei. Ja, es wird mitgetragen. Man hört ganz feine Glocken. So wie kann es nicht mehr sein. Ich höre es nicht. Aber es liegt an meinem. Es liegt an meinem Rock'n'Roll-Gehör. Wir suchen Tiere, die super in die Landschaft passen, aber eigentlich 7000 km weiter weg heimisch sind. Yaks. Seht ihr im Nebel? Thank you.
Habt ihr sie gesehen? Aha. Die Kröte. Was ist das für ein brauner Erd? Das ist ein Streifen. Wie ist der entstanden? Das machen die Jack. Ah, wirklich? Die tun sich da. Putzen. Ah ja. Und dann sehen sie sehr schlimm aus. Ja. Bei diesem Wetter sehen sie so aus, wenn man im Winter Tiere so hätte, dann käme der Tierschutz. Ach, sicher. Sind sie sich richtig verdrecken? Was sind denn meine Jacken hier? Wo sind meine Tiere? Guck, wie sie tut los. Jo, guten Tag. Siehst du, das ist jetzt gerade so ein Kopf. Der wäre hier irgendwie weiss. Ei, schön. Wow, was für ein Bild. Jack ist ein tibetisches Hochlandrind. Vor 20 Jahren hat sie mit 2 Tieren angefangen und mittlerweile hat sie eine Herde von 30 Tieren. Jetzt verteile ich denen hier gerade ein bisschen Gleck verteilen. Ich muss hier gerade ein bisschen ideale Stellen suchen. Oh. Ein herziger Kälbchen sind köstlich. Das checken, was hier steht, das ist gut Wochen alt hochgelaufen. Der ganze Weg. Das ist jetzt hier die Madri. Das ist neugierig. Da. Die sind ja sehr, sehr lieb. Aber manchmal stöpfen sie einander weg. Ja, man muss einfach Futter nicht. Also, da muss man halt aufpassen. Sie haben halt recht spitzige Hörner. Ja, Regula verteilt Gleck. Ein Mineralienzusatz mit ein bisschen Futter. Jani, Jesus, hoi du. Komm. Oh. Komm, Kleine, oh. Komm. Komm, Kandra, komm. Komm hier, Kandra, komm. Komm hier, komm. Bon Appetit. Das Fleisch der Jacks landet hauptsächlich in Gourmet-Restaurants. Die Regula meint, weil es tiefrot ist und kaum Fett hat. Oh, lieb sei da. Das ist jetzt ganz gutmütig, lieber Stier. Und es ist zu hoffen, dass er so bleibt. Ja. Riesenhörner. Wunderschön. Komm, Kandro, komm. Was, Sandro heisst er? Der ist Kandro. Kandro. Aber mit denen machst du keine Fleischproduktion? Mit denen mache ich auch Fleischproduktion. Auch Fleischproduktion? Es ist, die Stiere die gehen alle weg, was ich nicht durch die Zucht teile. Ah, okay, okay, okay. Nein, überhaupt nicht viel versprochen. Ich bin wirklich, ich habe noch lange gezweifelt, finden wir die wirklich? Und habe dir da vertraut. Und dann sind die in diesem Nebel auftaucht. Das sind wirklich faszinierende Tiere. Ja, du wirst gerade begrüßt. Hey, Matura. Hey. Was, Matura? Patura. Matura. Ich dachte, Matura steht hinter uns. Ganz ein gescheites Rind. Mystisch ist es, oder? Mehr als mystisch. Und daher, mich tut einfach, die passen auch extrem hier in das Gebiet. Das ist ja, das und darum sind sie auch hier. Genau. Ja. Hat es mal einen Mann gegeben, der dir geholfen hat? Ja, das hat verschiedene Männer gegeben, die mir geholfen haben. In verschiedenen Belangen geholfen haben. Ja, aber da. Nein, du ja, bist... ja, soll ich jetzt Detail gehen? Ja, also nein, es nimmt mich wunder. Nein, ich bin einfach lange Zeit. Bin ich auch ein bisschen in der Welt umgereist. Ich habe einfach nicht so das Gefühl, ich habe nicht so Zeit, mich irgendwie zu festigen. Anders, was wichtiger ist, hast du das Gefühl? Ja, aber ja. Und heute muss ich sagen, ich bin jetzt ein glücklicher Single. Ja, sicher. Ich sehe es, du bist wirklich glücklich. Du strahlst auch aus.
Vielleicht bin ich auch ein bisschen eine Exotin. Das ist gut möglich. Muss man wahrscheinlich auch ein bisschen sein. Um das ja, vielleicht für den Sohn hat das Leben, muss vielleicht ein bisschen sicher nicht sein, gerade oder? Wie nicht gerade so klopfig, ja, vielleicht. Ja. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, nach Asien zu gehen. Es ist Asien zu bereisen, Südamerika. Da bist du offen. Da bin ich total offen. Ja. Nur noch ein bisschen reisen, das wollte ich noch. Schön. Wir haben auch noch ein Reisli vor uns. Da meine Crew und ich. Wir gehen, nachdem wir jetzt im Nationalpark sind, jetzt hier bei euch, wo sehr viel Wasser, das Element Wasser so wunderschön zu spüren war, gehen wir jetzt noch weiter ins ewige Eis. Super. Jawohl. Ins ewige Eis. Aletschgletscher. Ah, das ist sicher auch interessant. Ja. Danke vielmals, ihr zwei, für das, was ihr uns gezeigt habt, hier gestern und heute. Das war einzigartig. Schon recht. Vielen Dank. Merci für den Besuch. Dass wir eintauchen in eure besondere Welt. Ja. Also, dann gehen wir jetzt hier ab. Du bleibst noch. Ich bleibe noch, ja. Ciao, Regula. Ciao, Manu. Vielen, vielen Mal für den Einblick. Merci auch vielmals. Hat mich gefreut. Und vielleicht sehen, muss ich es noch mal. Gute Gesundheit. Ja, das wünsche ich dir auch. Ja. Danke vielmals. Auf Gute und merci für den Besuch. Sehr gerne. Ade. Regula, bis bald. Kommen gut dahin. Danke. Hey, Sorge. Wir verlassen das schöne Saanenland und fahren via Thunersee und Interlaken nach Grindelwald. Das ist der Ausgangsort für unsere letzte Hütte. Die richtig abgelegene Hollandia-Hütte im Kanton Wallis. Ja, ganz ehrlich, bei mir ist die Luft aus. Ich bin gerade mega schlapp, wenig geschlafen, viel Eindrücke, schöne Sachen. Strenge Sachen, wie der Trip zu der Jaks, jetzt der Abstieg von der Geltenhütte. Aber jetzt müssen wir über die Nacht noch mal Kraft bündeln, weil morgen geht es auf den längsten Gletscher der Schweiz, auf den Aletschgletscher, rauf zu der Hollandia-Hütte, die sehr abgelegen ist. Wir haben zum Glück zwei Bergführer, die uns dort raufführen. Übers Eis. Ich habe riesigen Respekt vor dieser letzten Etappe. Ich war noch nie auf dem Jungfraujoch. Und Gletscher sind wirklich nicht so meins. Ich bin als etwa 10-jähriges Kind mal in einen Gletscherspalt gefallen. Und jetzt soll ich über den grössten Gletscher der Alpen. Von Grindelwald geht es mit der Seilbahn und der Jungfraubahn aufs Jungfraujoch. Dort startet das Gletschertracking. 6 Stunden über den Aletschgletscher zur Hollandia-Hütte auf 3238 Meter über Meer. Das ist die Chefin. Guten Morgen zusammen. Ciao. Guten Morgen. Adi. Hoi. Ciao. Ciao. Matu. Ja, stimmt das? Ja, sagen wir Matu. Schön, danke, dass ihr uns begleitet habt. Ja, ja, schön. Für mich ist es wirklich ein Novum. Ich war erstens noch nie auf dem Aletschgletscher und wie im Vergleich zu Millionen Inder auch noch nie hier in der Region Eigermönch-Jungfrau. Nee, da kannst du dich freuen. Grosser Gletscher, der grösste Gletscher der Alpen. Ja. Das ist wirklich eine coole Sache. Eingrämer bin ich. Das ist, ja, das ist etwas gut, vom Wichtigsten. Ja, wir haben ein schönes Wetter heute. Das kannst du brauchen. Super. Also, gehen wir. So, sehr gut. So, die zwei haben also jetzt die Aufgabe, den Burki mit seinem Gletschertrauma übers Eis zu bugsieren. Auf dem Aletsch bist du schon jene Mal gewesen. Noch nie. Ja. Komm mal, ich war schon gewesen. In der letzten Woche war ich auf dem Mönch gewesen. Wo wir heute auch gesehen haben, auf der Jungfrau bin ich auch gewesen, letzte Woche. Jetzt musste ich 45 werden, um das erste Mal hier oben zu stehen. Hey!
Aber ich kann jetzt recht gut nachvollziehen, warum das ein Magnet ist da oben. Also das ist Crème de la Crème von der Schweizer Eis- und Gletscherwelt. Crazy. Unten die grosse Fläche ist der Concordiaplatz, 6 Quadratkilometer gross, über 900 Meter ist noch. 900? 900 Meter ist noch. Dann laufen wir rechts durch, auf Aletschfirn, Richtung Hollandia heute. Ja. Ja, ich denke, was schon noch schön ist, so, hier ist so die Schnee-Eiswelt. Und man hier geht, ist nicht grün. He? Ja, du, im Juli im Schnee bin ich glaube schon länger nicht mehr. Ja gut, dann legen wir das Stäbchen an. Ja, ist gut. Wetter gut anlegen. Hui. Hupsla. Das letzte Mal so einen Alpenstring hatte ich angehabt, vor einem Jahr, als wir auf den 4000er sind. Da. Obsassfels, Lackinhorn. Lackinhorn? Ja. Heute gibt es nicht so viel Höhenkuchen, aber auch schon, aber nicht weniger schön. Ja, das glaube ich. Wir seilen uns an, wegen der Gefahr, in einen Gletscherspalt zu fallen. Gut. Und dann auf dem Gletscher, wenn der Schnee hat und man Angst hat, dass man einen Gletscherspalt fallen könnte, geht man weiter auseinander. Genau, dann kommen wir am längeren Seil. Dann, wenn jemand in die drei Kien kann man einander heben. Die Liegestützposition. Wie Liegestützposition? Also angenommen, das nimmt mir jetzt wirklich unter. Angenommen, ich breche ab hinter dir. Kann ich mal hier ziehen? Ja. Dann ziehst du, dann kehre ich vielleicht um, dann muss ich mich dann drehen und dann so positionieren. So, das ist die Position. Und das magst du dann heben? Das nimmt ja, nicht das sollte eigentlich schon gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ klein, dass man einen Gletscherspalt kriegt. Da bin ich froh. Ja. Da bin ich froh. Nummer 50-50. Nein, sag ich. Nee. Also, hört zu mir. Sehr schön. Also. Jungfrau Joch, hä? Mönch, hä? Links. Auch die Crew wird vom zweiten Bergführer, Matthias, noch gesichert. Ende 80er Jahre war das, als ich zusammen mit meiner Cousine auf der Melchseefrott in einen Eisspalt gefallen bin. Nicht top! Und das wollte ich ganz sicher nicht noch mal erleben. Und in so einen Spalt runter sind wir gefallen. Etwa 3 Meter. Da bin ich zum Glück so auf ein Bödeli gefallen. Ich wäre links und rechts noch etwas weiter runtergegangen. Aber das ist einfach natürlich ein Erlebnis. Das vergisst du nicht so schnell. Gerade eingesunken hinten dran. Jetzt legen wir die Steige an, links, rechts. So, hier noch ein kleiner Jumper. Tipptopp. Wow. Das sieht man jetzt schön. Nassen.
Dort oben sieht man sie, unser heutiges Tagesziel, die Hollandia-Hütte. Christina und Joel arbeiten und leben dort oben seit letztem Jahr. Also sie haben ihre erste Saison letztes Jahr dort oben verbracht, im Winter. Jetzt die erste Sommersaison, zusammen mit der Hündin, der Lynn. Eine von der abgelegensten, höchstgelegensten SAC-Hütten. Auf über 3000 Meter. Heli-Basis Kandersteg, Start von der allerersten Saison. Das Licht. Mein Herz pöppelt. Ja, und dann geht das Abenteuer los. Die tut sehr gerne Heli fliegen. Gell, Lini? Hä? Es ist eine der extremsten Hütten in den Alpen. Schwierig zu erreichen, auf über 3000 Meter und im ewigen Eis mit dem Aletschgletscher vor der Haustür. Es kracht. Jetzt ist die Anspannung abgefallen. Jetzt sind wir oben. Es ist schön, schönes Wetter, tolle Aussicht, das Feuer brennt. Jetzt kann es losgehen. Es ist eine andere Welt hier oben. Man geht wie vom Mond. Jetzt haben wir eigentlich noch kein fließend Wasser. Und das heisst, es muss alles geschmolzen werden. Schnell vor die Räume. Ich bin seit der Lehre habe ich auf dem Bau gearbeitet. Dann habe einfach wie gemerkt, dass das nicht alles sein kann. Und dass ich gerne noch etwas mehr mit Menschen arbeiten würde. Und mal auch etwas anderes sehen. Die Christina und Joel sind seit 2 Jahren ein Paar. Eine Saison hier oben ist ein Test für jede Beziehung. Es braucht beide, um den Traum zu erfüllen. Mhm. Und das ist schon recht romantisch. Mhm. Als Paar so eine Hütte zu führen, ist sicher nicht immer nur lustig. Es wird sicher Momente geben, wo wir Krach werden haben. Ja, und der andere auf den Mond schiessen. So, einfach unglaublich. Wir haben so ein Privileg. So ein Privileg, diesen Beruf auszuüben und hier oben zu sein. Endlich kommt unsere Lebensbestimmung, habe ich das Gefühl. Ja. Darf jetzt hier gelebt werden, erlebt werden. Gell, Lili? Ist das fein. Die Hunde können auch schneeblind werden. Und die Sonneneinstrahlung hier oben ist einfach ganz anders als im Tal unten. Die erste Saison und allem und allen gerecht werden, nicht immer einfach. Kannst du sagen? Heisst es schon? Heisst es schon, okay. Es geht einfach 3 Minuten. Also ich finde, wir machen das sehr souverän, für das wir noch keine Ahnung haben. Von hier? Mal eben, wir haben ja eine Ahnung. Ja, aber nicht von dieser Hütte. Ja, stimmt. Aber wir kennen die Küche noch nicht. Wir schießen gerade hoch. Der Stresspegel. Naja. Der Joel bleibt unglaublich gelassen. Immer. Aber du kannst wir haben, was wir haben. Wir sind kein 5-Sterne-Hotel. 5 Sterne ist dafür die Aussicht und die einzigartige Schnee- und Gletscherwelt. Es ist einfach jetzt auf einer neuen Ebene. Ist unsere Beziehung gekommen jetzt. Ja. Und du bist wirklich meine andere Hälfte. Nein, es ist harmonisch. Und
Ich liebe ihn von Tag zu Tag mehr. Ich glaube, man muss für so auf einer Höhe das Leben muss man ein dafür gemacht sein. Mhm. Das kann sicher nicht jeder. Mhm. Also nicht nur wegen der Höhe, aber auch wegen der Abgeschiedenheit. Mhm. Für mich ist das heute wahrzuleben etwas ganz Schönes. Es gibt sehr wenige Leute, die das machen dürfen. Wir haben die Möglichkeit, hier in diesen Bergen daheim zu sein. Ich habe letztens gedacht, wenn ich nochmal auf die Erde komme, möchte ich wieder als Hüttenwartin geboren werden. Auf geht's! Auf geht's zur Hollandia-Hütte. Ja, wir sind nicht Doppelzeit, aber ja, es geht schon noch. Ja, du hast gesagt, es zieht sich. Ja, ja, also 3-4 Stunden haben wir schon noch. Es zieht sich schon noch. 5-6 Kilometer. Ein bisschen präziser stehen. Ja. Top. Wow. Hey. Bro. Alles gut? Ja. Die Finger hat es mir etwas umgedingelt. Himalaya-mässig, oder? So anders sieht es nicht aus im Himalaya wie hier. Seit einer Stunde bin ich im roten Bereich. Das ist der Zeiger. Wie sagt man? Reserve. Jetzt hängt, ja, das ist jetzt für meine Kondition ein Level zu hoch. Aber ich schaffe es. Da super Tempo geht davor. Adi. Tipptopp. Ja, nein, außer dem einen Absacker in Schnee rein, dort, sind wir eigentlich ohne Eskapade durch die Tour durchgekommen. Gut, keine Achtung, wir haben noch 100 Höhenmeter. Nicht zu früh, ja. Der Tag. Aber heute müssen wir wirklich nicht mehr viel von mir wollen. Geldbursch, wo ist der Produzent? Da kommt er, der ist am ähnlichen Limit, der Rötscher. Zum Glück. Hoi. Du hast doch das ausgesucht, oder? Ihr habt das ausgesucht. Sie suchen die Hütten aus und den Weg rauf. Es gibt manchmal verschiedene Wege. Nein, wir nehmen den Weg. Ja, ja. Oh. Sakrament. Gute Stege haben wir hier. Nie gute Stege haben wir hier. Ich war so am Anschlag. 8 Stunden, fast 10 Kilometer auf dem Gletscher. Normal sollte man sie 6 Stunden arbeiten. Aber wegen dem Filmen haben wir deutlich länger gebraucht. Manu! Danke, Hammer. Adi. Bravo! Hurra! Wow! Ja. Jetzt sehen wir, was wir sich kommen. Oder? Das ist krass. Ein bisschen. Von unten hat es nicht so weit aus. Von hier sieht es fast weiter von aus. Von da sieht es wirklich weiter aus. Boah. Aber wir haben es geschafft. Ja, ich weiß nicht so recht, was zu sagen. Ja. Aber es ist einfach. Ja, so ein Herzenserlebnis. Ja. Salut. Tipptopp. Hallo. Ja gut, hier ist der Schuhraum. Da hinten ist ein Wahnsinnsduft. Schon könnt ihr das zu Hause nicht schmecken.
Das ist so ein wie im Elefantenhaus im Zürichzoo, ist mir gesehen. Finde ich jetzt gerade so. Das ist eine keine Werbung. Ja, aber ganz treffend. Wieso kein Garderobe finde ich jetzt fast noch angenehmer. Je näher die Küche, desto besser schmeckt es. Oh, gut, hä? Hey, schmeckt gut, hä? Hallo! Hallo! Darf ich noch Grüezi sagen? Ja. Wir sind voll im Kopfstress. Nein, hoi. Nein. Hoi, Christina. Joel, freut mich sehr. Wir haben... Er hat ja noch nichts nachgekommen. Oh. Hoi, Lin. Hoi. Ciao. Oh. Ist alles okay? Ihr habt euch ja eine tolle Hütte ausgesucht. Ja, merci. Hey, ich bin tot am Arsch. Wir haben den ganzen Tag, ich denke. Wenn du oben stehst, merkst du dann, was zu tun ist. Das ist das Problem, du siehst immer. Ja. Hey, so die letzten zwei Stunden im Fall. Ja. Wow. Nee, das ist kein Tag. Nein, das nicht. Hey, ich wollte hier einfach nicht stören. Wir sind. Ah ja, 6, ja. Ja, okay. Aber klar, 2 Minuten super. Im Rückstand. Im Rückstand. Klar, noch schnell, ist gut. Der Burki braucht jetzt echte Pause. Ich bin fix und fertig. Hey Christina, Joel, ich bin angekommen da oben, beziehungsweise wir sind angekommen. Ist ein rechter Weg. Ja. Ist ein rechter Weg. Ja. Ihr selber habt den Weg auch schon? Schau da, schau da. Nein, ich habe es wirklich noch nie, wir sind noch nie dazu geschafft, das zu machen. Von da unten schon. Da schon, aber von dieser Seite, bei den Gletschern nicht. Wir sind hier, wenn es gut ist von den Verhältnissen. Ja. Und dann haben wir irgendwie nur ein schlechtes oder gefährliches Verhältnis, okay, um das zu machen. Heute ist Sommer, habt ihr euch eingeschaukelt, eingeraufelt hier oben? Mega. Ja. Ja. Ich habe vorhin gesagt, ich war noch nie so chillig drauf vor einer Nacht. Und es war noch nie so reibungslos verlaufen wie heute Abend. Und, ja. Nein, es ist jeden Tag besser. Ja. Aha. Immer besser. Ja. Ja, nach zu zweit. Ja, man hockt extrem aufeinander oben, oder? Ist ja noch crazy. Ja, gestern ist einer so, was, sie sind 3 Monate da oben, in diesem Haus, und kommen nie weg. Immer zusammen. So, ja, das ist 6 Monate. Ja, hey, da weisst du nachher, was die Beziehung bedeutet. Ja. Oder? Das ist krass. Die Wintersaison ist wie viele Monate gegangen? 3 Monate. Und dann war Break gewesen, und wir sind wieder ins Tal oben. Wie war das gewesen, nach 3 Monaten da oben? Schön gewesen. Es ist heftig. Also, ja, also, viel auf das Mal. Viel. Ein paar Auto. So viel Lärm, so viele Menschen. Von der Reiz her und so. Ja, so viel Farbe. Auf Wärme. Ja. Genau. Ich glaube, aber die Freude von der Linz zu sehen. Also, wie sie gerade zack in den Bach rennt. Also, das ist cool. Ja. Und wieder mal Gras schnüffelt. Ich meine, die hat. Ja, die hat eine Stunde lang einfach geschnüffelt. Für sie ist das natürlich riesig. Also für uns auch. Ja, genau. Ja, wir haben auch geschnüffelt. Nein, aber mal wieder eine Blume oder einen Baum. Ja. Das Gesicht ins Gras. Ja, genau. Rein wirtschaftlich hat es rendiert. Ich denke, viel Gewinn hat es nicht gegeben zur ersten Saison. Ja. Aber wir haben sicher alles können zahlen. Deckt. Genau, alles deckt, Löhne können zahlen. Wir haben ja noch etwas gehabt. Ja. Und von dem her sind wir zufrieden. Ja. Also, ihr habt unten im Tal nicht noch müssen gehen singen. Gehen singen auf der Straße. Nein, das haben wir nicht müssen. Also, ihr könnt nicht in dem Sinn müssen Jobs machen. Das ziehen wir jetzt einfach durch mit dieser Hütte. Und ja, also, wir tun schon in der grossen Zwischensaison, im Winter, gar nicht wieder arbeiten. Ah, okay. Als Zimmermann, sie geht Skilehrer. Ah, okay. Für 100% von Hütte zu leben, längt es hier nicht. Okay. So viel Arbeit und Entbehrung und kaum Gewinn. Mein grösster Respekt vor Hüttenwerten, die sich hier oben im abgelegensten Ecke der Schweiz um Gäste kümmern. Geschlafen habe ich wenig bis gar nicht.
Auf über 3000 Meter ist das scheinbar normal. Ausser man lebt hier oben. Guten Morgen. Hoi, salut, zusammen. Schon der erste Kut durch hier? Ja, ja, sind alle schon. Alle schon am Berg gestiegen. Wann sind ihr aufgestanden? Viertel ab drei. Ja, Viertel ab drei. Wie macht man das energiehaushaltmässig? Mit dem Schlaf? Es sind zwei, drei Tage. Ja. Wo so sind vier Wochen? Wo so sind? Also, es ist irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag. Wo das so, so genau. Extrem ist. Genau. Und dann unter der Woche ist es wieder gemütlich. Ihr seid mental und auch physisch glaub, völlig angekommen hier oben. Mega. Ja. Oder? Mega, ja. In jeder Hinsicht. Aha. Jetzt gehen wir ein Ritual machen. Machst du jeden Tag? Jeden Morgen. Jeden Morgen? Ja. Und zwar habe ich hier meinen kleinen Altar. Wo hast du denn das Schmuckstück her? So schön. Das habe ich in einer Brockenstube aufgeschnappt. Und das sind einfach so ein bisschen, ja, meine Steine. Und das ist so eine Friedenskerze. Da kann ich einfach mal schön durchschnaufen und spüre meine Füße. So, mache so einen Scan durch meinen Körper, dass ich wirklich da bin. Und ich tue einfach, weil ich es auch liebe, den Geschmack, das Räucherstäbchen anzünden. Und was für mich einfach wichtig ist, ist, dass ich reine positive Gedanken habe bei diesem ganzen Akt. Mhm. Also, gell, ich bin nicht religiös, ich bin nicht Buddhistin, aber ich finde das Bild so schön, weil es ist einfach... Ja, es verleitet mich zur Ruhe und ich erinnere mich so einfach daran, wer ich wirklich bin. Mhm. Oder wer wir alle wirklich sind. Grundsätze vom Buddhismus, Hinduismus sind schon am ehesten die dir entsprechen. Ja, 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 das auf alle Fälle. Wenn du mitmachen willst, ja. Ja, mir ist einfach wichtig. Also ich mache das halt. Manchmal geht es eine Minute, manchmal 10 Sekunden. Aber es ist einfach wirklich okay, ich bin verbunden mit der Erde, mit dem Erdinneren. Und mit dem Himmelreich. Und durch meinen ganzen Körper fließt Licht. Und das Licht nimmt mich hier ab auf die Erde und ich verstrahle es. Und ich bin ein Lichtturm. Und ich wünsche einfach allen auf dieser Erde, allen Wesen, allem einen wundervollen Tag und einfach ein gesegnetes, glückliches Leben. Christina war in ihrem Leben lange auf der Suche. Sie hat schon viele Jobs ausprobiert, KV, im Büro, hat in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, im Service, Kindergärtnerin oder auch Masseurin. Warum hat sie gerade da oben ihr grosses Glück gefunden, als Hüttenwartin, so weit weg von allem? Was hat vorher gefehlt? Oder was war vielleicht zu viel? In der Winterhütte-Geschichte erinnere ich mich an eine Szene von dir, wo man mega spürt, dass du ein sehr emotionaler Mensch bist, ein tiefgründiger Mensch bist. Und das hat mich, ja, das hat mich bewegt, aber auch mit ein paar Fragen zurückgelassen. Schön. Das ist gerade ein bisschen emotionaler Moment. Ich fasse es gar nicht, dass ich heute warte im Film von dieser Hütte. Es ist wirklich ein Traum, der wahr wird.
aber all die Mühe hat sich gelohnt, sich nachher so können zu fühlen. Yes. Und Veggie. Es kommt mega zum Ausdruck, dass du dich da oben wohlfühlst, dass du angekommen bist. Aber es war ja nicht immer so, gell? Du hast früher einen anderen Lifestyle gehabt, wenn man das so sagen kann. Ja, ich habe sehr bewegend. Ja, 35 Jahre hinter mir. Die, eben die Zeit, in der du gestruggelt hast, oder dass du damals gar nicht gemerkt hast, dass du struggelst, aber du warst so in einem Sog drin. Total, ja. In dieser Kuppe, in dieser Glaskuppe von Zürich und dem immensen Druck, wo es dort hat. Und einfach auch karrieremässig. Ich bin einfach nicht mehr zurechtgekommen mit dem Druck. Es war zu viel. Es war zu viel von weißt, man hat ja so ein inneres Gefühl, dass das bin ich, das stimmt zu mir, das passt zu mir, das passt überhaupt nicht zu mir. Und ja, man drückt es halt weg, indem man immer wieder in den Ausgang geht und ja, wild times. Und Leichtigkeit sucht. Völlig, ja. Ja. Aber man sucht es eben im Falschen. Also, oder ich habe es im Falschen innen gesucht. Und irgendwann ist wie der Druck zu heftig geworden. Und dort bin ich dann, wow, okay, jetzt muss ich etwas ändern. Und ja, jetzt, das geht nicht mehr so weiter. Und das ist nicht mein Leben. Das hat sich geografisch jetzt natürlich auch völlig verlagert. Mhm. Ins Abgelegene, in die Ruhe. Ich habe einfach den Cut gebraucht. Und bin so weit weg, so weit oben wie möglich. Da bist du? Da bin ich jetzt. Angekommen? Oh, es ist einfach, es freut mich. Es freut mich immer. Mit einem guten Partner? Mega. Ich bin einfach so unendlich dankbar fürs Leben. Schön. Ja, wie eine zweite Chance bekommen. Das ist mega schön. Aber den Schritt zu machen, sich zu wagen, aus dem rauszugehen, das ist auch schwierig. Und alle sind gegen dich. Oder alle sagen, du schaffst es nicht. Und von was willst du leben? Und du musst doch ein Zuhause haben und ein Einkommen fixes. Und dann habe ich wirklich gesagt, so, und jetzt nicht mehr, und jetzt gehe ich. Und ich zeige es euch, dass das geht. Ja, wir landen immer wieder beim Thema Druck, merke ich. So. Egal, mit wem ich rede, jetzt auch da, bei dir und so. Und ich bin jetzt auch diese Woche gestartet, direkt aus dem Proberaum raus mit dem Johnny. Weil wir sind gerade im letzten Programm, Sabbatical, sind wir auch fast zerbrochen an dem Druck. Die Leute erwarten wieder etwas mega Gutes, Dynamisches, Lustiges von uns auf der Bühne, oder? Wow. Schaffen wir es wieder, dort anzuknüpfen, wo wir vorher aufgehört haben mit einer Show. Darum der Druck, das ist so ein Thema, wo omnipräsent ist, glaube ich, in unserem Leben. Ja. Oje, passiert dir das auch? Oh ja, immer wieder. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Yeah. It's a new dawn, it's a new day. Ich begleite die beiden noch beim Hundespaziergang. Auch das ist da oben alles andere als normal. Alle, nicht nur der Hund, müssen an die Leine. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Ja, das ist Gassi gehen à la Hollandia-Hütte. Ganz genau. Nicht nur der Hund, sondern auch Menschen sind da alleine. Wie geht's? Darfst du losziehen? Komm her! Komm! Haus! Ganz ehrlich, als ich die Winterhütte-Geschichte geschaut habe, habe ich so gefunden, wow!
karg, karg, very lonely. Da ich so, wow, ja, nein, das kann ich mir gar wirklich nicht vorstellen. Und jetzt, als ich da die paar Stunden bei euch verbracht habe, kann ich es mega nachvollziehen. Das Glück, das ihr hier empfindet. Wie seht ihr eure Zukunft? Am liebsten da. 15 Jahre. Ja, das könnt ihr euch gut vorstellen. Das ist wirklich unser Ort. Wie ist es, stellt man sich vor, ein Kind zu haben auf einer Hütte? Ist das ein Thema oder ist das noch kein oder gar kein Thema? Sicher ein Thema. Ja. Wenn wir schon mal überlegen, wie würde das gehen? Den Kindern ist sicher, wenn, am Anfang, wenn sie ganz klein sind, spielt es nicht so eine Rolle, wo du bist. Wenn sie dann so jetzt vorgeschnitten sind. Einjährig, eineinhalb. Wenn sie dann einfach rumlaufen. Dann haben sie einfach noch mal jemanden alleine. Genau. Ja, oder auf, auf dem Rücken. Ja. Aber halt immer. Ein bisschen mehr Platz. Ja, das stimmt. Dann musst du dann immer mit. Ja. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für den Einblick da in euer Glück. Ja, danke für das Kommen und das Interesse. Wunderschön, eindrücklich gewesen. Schön, mein Glück, das ist hier unten im Tal bei meiner Familie, wo ich jetzt mich sehr freue darauf, wieder zurückzukehren, an meinen Job, die neue Tour zu starten. Und ja, ich frage mich immer nach so einer Zeit, was ist das Learning, was ist meine Erfahrung jetzt aus dieser Woche Natur und Hütte? Und ich glaube, gerade auch jetzt hier bei euch, hat mich das nochmal mega gelehrt, dass man auch trotz jeglicher Widrigkeiten, die man eben manchmal bietet, oder Druck, eben den Kopf nie muss in den Sand oder eben in den Gletscherschnee stecken. Und das nehme ich mit aus dieser Zeit hier oben. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ade miteinander. I see fields of green, velvet roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Hallo zusammen! Generell Spannendes aus der Welt gibt es hier bei SRF Play. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, abonniert am besten den Kanal. Hier. SRF bei den Leuten mit. Aus der Region, für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig. La 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 la.